important that we take very good notice about energy management. Die beiden Turbinen, die Funke hat, geben gerade mal knapp 200 Kilogramm Schub. Das heißt, dass bei diesem Fliegen der Pilot sehr, sehr achten muss auf die Leistungsabfrage, die er für die einzelnen Manöver braucht. Und das fordert den Piloten auch die volle Konzentration ab, bei einer solchen Vorführung die Leistungseinteilung sehr genau vorzunehmen, damit die Triebwerke nicht beschädigt werden. Ons is now going to come back and going to show you a flight with this gear down. If you have a careful look, you can already see that the gear is down. So, das Fahrwerk ist ausgefahren. Es wird nur in einen Überflug dann jetzt gehen, richtig? In a period of about 2 years, he was the official display pilot flying the NF-5 fighter plane. 16.000 Flugstunden hat Fonz in seinem Logbuch. Er hat bei der Luftwaffe mal begonnen, dann war er eine Zeit lang bei Martin Air, zurück zur Luftwaffe, hat aber dann auch als Vorführpilot sehr lange geflogen und hat damit also auch die besten Voraussetzungen, um so ein wertvolles Flugzeug, ein geschichtsträchtiges Flugzeug vom Typ her überhaupt fliegen zu können, um damit, es wäre zu schade, wenn solch ein Luftfahrzeug durch einen Fehler, ich will nicht mal sagen verloren geht, aber beschädigt würde. Many air forces have used the Fugermeister there. The French notoriously, Belgium, Irish, Latin American countries, North African country. Altogether about 1,000 were built. The Patrouille de France, famous aerobatic team from France, has used the Fuga Magister as well. Die Fuga Magister ist in vielen Ländern geflogen worden. Ja, auch in Deutschland, Belgien, Frankreich. This maneuver is 500 feet, as regulations are stipulating by the ILA. The highest point, the top maneuver, was about 3,000 feet. Alle Flugfiguren, die wir jetzt hier gesehen haben, bewegen sich zwischen 150 Meter und ca. 1000 Meter. Das ist ein sehr enger Luftraum eigentlich für einen Jet, der immerhin bis 750 Kilometer in der Stunde schnell werden kann. Speed is now around 300 knots again. And on top, speed is about 150 knots. He has put the gear down, and the speed must have been below 140 knots. And Fonz is now going to prepare for his landing. Yeah, when.